Ich bin der Willi Mauser. Ich bin 20 Jahre alt und komme aus Oberfranken, also aus Deutschland. Ich studiere hier Theologie, jetzt auch seit einem Jahr, mit dem Ziel, irgendwann unseren katholischen Glauben ganz gut zu verstehen und ihn ganz gut verkündigen zu können und dann ein Missionar im deutschen Raum zu werden, ein missionarischer Priester. Als ich noch ganz klein war, wurde ich Gott sei Dank getauft, wurde ein Kind Gottes. Aber damals hätte sich noch keiner vorstellen können von meinen Eltern, dass ich jemals ein katholischer Priester werden könnte. Wir waren nämlich überhaupt nicht katholisch. Meine Familie war neuapostolisch. Das ist so ähnlich wie evangelisch. Wie kommt es dazu, dass meine Familie konvertiert ist? Also es gibt noch heute Familien, die zum katholischen Glauben konvertieren. Mein Vater ist Arzt, also ein intellektueller Mensch. Und auch intellektuelle Menschen konvertieren noch zum katholischen Glauben. 2005 las mein Vater in den öffentlichen Medien die Antrittspredigt von Papst Benedikt, dem Namensträger dieser Hochschule. Und er war davon vollkommen begeistert. Er hatte ja von der katholischen Kirche nur Schlechtes gehört, meine Mutter auch. Aber diese Predigt hat ihn inspiriert, sich mehr mit dem katholischen Glauben auseinanderzusetzen und das Studium zu vertiefen. Und das war dann ein schwerer Weg, ein Ringen um die Wahrheit. Und 2009 endete das dann in der Konversion meiner Familie zum katholischen Glauben. Von da an bin ich regelmäßig und meist mit großer Begeisterung zur Heiligen Messe gegangen, habe ministriert und schon sehr, sehr bald reifte in mir der Wunsch, ich möchte Priester werden. Und dieser Wunsch ist eigentlich nie mehr weggegangen. Ich war mir zwar nicht immer 100% sicher, aber eigentlich habe ich zu jeder Zeit gesagt, ich möchte Priester werden. Auf die einzelnen Details kann ich da jetzt leider nicht eingehen. Ich möchte nur sagen, was mich besonders am Priestertum fasziniert, ist diese ganz besondere Weise, in der man Jesus zu den Menschen bringen kann, durch die Verkündigung und durch die heiligen Sakramente, die doch so wichtig sind. Warum studiere ich jetzt hier in Heiligenkreuz? Nun, dafür gibt es vor allem einen wesentlichen Grund. Und zwar hier in Heiligenkreuz kann ich mir sicher sein, dass der katholische Glaube, der in unserer Zeit so angefochten wird, dass dieser Glaube hier gelehrt, geliebt und gelebt wird. Und deshalb bin ich hier. Ich danke Gott, allen Spendern, Betern und Wohltätern für diese große Gnade, für das Geschenk, dass es mir hier möglich ist, studieren zu dürfen.